Jo, Digga, was geht, Digga? Was geht? Jo, bring uns mal rein hier. Alter, was ist das für eine Zentrale, Mann? Einfach Nase. Piep. Die Lost und die Blot sind auch schon da. Echt jetzt? Ach, was wollen die denn hier? Alter? Da, ja. Och, nee, da freu ich mich schon sehr drauf, Digga. Ey, Jungs, klebt mir jetzt schon mal irgendwas in auf meinen Mund, Digga, bevor das jetzt hier ausartet, zeig ich euch so. Yo. Herr Toast, haben Sie hier Rauch mal da? Kann ich mir einen rauchen? Ja, kannst hier drin ruhig rauchen, nur bitte nicht kiffen. Wie nicht kiffen? Das fällt mir echt nicht leicht jetzt, was ich sagen will und muss. Das ist hier heute eine kleine, wie soll ich sagen, Verabschiedung. Ihr wisst, Mr. Bitcoin ist wahnsinnig machthungrig. Er hat Hunger, kann ich verstehen. Er wollte ein Stück vom Kuchen. Und wir haben als Zeichen des Friedens dem Kali-Kartell und der Cosa Nostra die Waffenroute geschenkt. Was habt ihr? Wir haben vor einiger Zeit die Waffenroute an Bitcoin mit dem Kali-Kartell und der Cosa Nostra die Waffenroute geschenkt. Geschenkt. Einfach als so. Als Zeichen des Friedens. Und die Waffengeschäfte auch, nicht nur die Route, genau. Sondern auch die Geschäfte. Und jetzt will der Dicke da oben den ganzen Kuchen inklusive Teller. Er war gestern bei uns und hat verlauten lassen, dass er alle Drogenrouten von uns will. Und Toast, du weißt, dass egal was passiert, für mich persönlich, der Club, der Lost MC, an allererster Stelle steht. Und ich spiele mit offenen Karten. Der Lost MC ist aktuell nahezu leer. Wir haben das Gefühl, und die Member haben das Gefühl, hier geht's nur noch um Ballern. Kaum einer von uns Membern hat mehr Bock auf diese ganze Scheiße mit Mr. Bitcoin, weshalb leider Gottes sehr viele Member von uns den eigenen Weg gewählt haben und gegangen sind. Und wir müssen hier und heute einen Schlussstrich ziehen. Ich und der Club, wir haben kein Interesse mehr dran, noch mehr Member zu verlieren. Wir werden heute uns von den Routen verabschieden. Wir werden heute die Routen abgeben, und zwar an euch. Und dazu möchte ich dir einmal was vorlesen. Die Opiumroute bleibt weiterhin im Besitz des Lost MC. Die Cannabisroute wird den Platz übertragen. Ist das für uns alle oder nur für mich? Achso. Für Toast. Achso. Das ist nur für Artisch. Ja, Olaf ist immer schwierig, weißt du? Achso. Ja. Ah, okay. Ja, er hat sich schon so gefreut. Er dachte, es ist Übergabe. Er hat schon Leute hingeschickt. Ich denke mal einfach, sowohl ihr als Lost MC, als auch die Blatz, ihr seid einfach müde vom Kämpfen. Egal, wer am Ende eine Schießerei gewonnen hat oder verloren hat, ihr seid einfach müde vom Kämpfen. Man bekommt es ja nur durch Hörensagen mit, ein Tag habt ihr Frieden, ein Tag ist wieder eine Schießerei, ein Tag habt ihr wieder einen Friedensvertrag, am nächsten Tag wieder eine Schießerei. Ich verstehe euch zu 100%. Was denkst du, warum ich es leid, denen zu reden, Digga? Was denkst du, warum ich immer so emotional rede gegen diese Leute? Die werden es nicht verstehen, Bruder. Nimm das jetzt nicht als Entschuldigung, du Wichser. Was als Entschuldigung? Warum beleidigst du mich jetzt wieder vor allen Leuten, Digga? Du weißt doch. Weil du ein Wichser bist. Ich mag das nicht. Ich beleidige dich nicht vor allen Leuten. Ich du hast mich gerade beleidigt. Liebes Wort, Digga. Tut mir leid, warte. Willst du eine Umarmung? Ja, beleidige mich doch nicht immer vor dem. Lutscht euch ein! Wie so ein Stück Scheiße, Digga. Das war doch keine Beleidigung. Als ein Arschloch hier. Nein, hab ich nicht. Macht 69, ihr Wichser. Okay, hier. Umarm mich jetzt. Okay, hier. Was machen die da? Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich danke euch für eure ehrlichen Worte und dass ihr der Artisch-Familie und gleichzeitig uns auch als Bündnispartner die Verantwortung da übertragen habt. Das heißt natürlich viel Stress für uns in Zukunft, aber die nehmen wir mit Würde an. Alles klar. Ja, gut. Super. Ich wünsche euch schönen Abend. Hier raus. Ich stink's nach Forts und altem Schwanz. Oh, das bin ich, sorry. Das war Ricks Mutter, die hat unter Tisch Arbeit gemacht. Ich weiß gar nicht, was Dings über dich gesagt hat. Werde. Burger. Was hat er gesagt? Er meinte, deine Mutter macht's für einen Burger. Ich glaube, das hast du eher du gesagt gerade. Nein. Frag ihn. Nein. Burger, komm mal her. Digga, Susa, kannst du einmal die Fresse halten? Du bist ja schlimmer als Mr. Bitcoin. Burger. Ja, erzähl. Stimmt es, dass Rick seine Mutter für einen Burger macht? Warte, was? Stimmt es, dass Ricks Mutter es für einen Burger macht? Das sehe ich dich. Ja. In einem Panzer sitzen und in den Himmel schießen. Ja. Rick? Ja? Das ist das, was du möchtest, ne? Hast du direkt? Das sag ich doch. Wo ist dieser Mayo? Mut. Oh, Sosa, Bruder, was geht? Was lass dich warm! Wo warst du die ganzen Jahre, Bruder? Wo warst du, Cousin? Jo, wer bist weißt du? Bist du nicht mehr? Wie verdammte war? Scheiße, hast du mich vergessen? New Jersey, Mann. Orange, East Orange, New Jersey. Ah! Ja! Der eine, ja! Ja, der bei Mac ist war, der ohne der hier, der Cheeseburger ohne Gurken bestellt hat, ah! Ja, ich kenn dich nicht, du Wichser, wer bist du? Was, willst du mich verarschen? Wer bist du, Mann? Woher kennst du mich, du Wichser? Okay, guck, von Liberty City und von New Jersey, Mann. New Jersey? New Jersey East Orange, Mann.
Wir waren zusammen in der Highschool. Orange, Orange. Du bist doch Sosa. Ja, ich bin Sosa. Nein, ja, ich weiß, wir waren in der Highschool, Mann. Ich war dein Lehrer. Mann, das war meine Hardcore-Kifferphase, Mann, ich weiß nicht. Willst du mich verarschen? Orange, Orange. Tu nicht so. Ja, ich weiß, glaube ich. Ja? Denk nach. Lando, fickst mich aber noch im Sack. Doch jetzt einfach, dass du mich kennst. Warum fickst du mich denn? Warte. Ja, jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ja, warte mal. Wie heißt du? Mayo. Mayo, denk gut nach Mayo. Wer ist Mayo? Der eine. Ja, du hast auch einen Kollegen. Wer? Ketchup. Du Wichser! Nein. Ja, aber ich kenn dich. Dein Freund hier. Ja. Der wurde von Artech ins Gewahrsam genommen. Echt jetzt? Ja, komm mit. Tosa! Hilf mir! Bruder, wir wollen mich ficken! Mojo, das passiert, wenn du gegen mich in UNO gewinnst. Digga, ich hab den in UNO fertig gemacht, jetzt will der mich hier mitnehmen, jetzt Bruder. Hast du davon. Ja, deswegen, ich frag ja. Wie hast du es geschafft, Burger in UNO zu besiegen? Das ist eigentlich unmöglich. Ich hab 4 mal 10 gelegt und 2 mal Ding, diese 2 10. Was? Ich war die letzte 2 Plus hat ausgereicht. Okay. Viel Spaß, Olaf. Nein! Schläfrig. Bringt ihn zum Anwesen. Okay, Tos. Jungs, ich kenn den Typen nicht. Nimm den mit, ja? Du Wichser! Ich dachte, das sind Freunde, du hast mich verraten! Ciao, ciao! Wenn ich rauskomme, ich bring euch alle um! Hau rein. Yo! Hau rein, Digga. Wer ist das, Alter? Hau rein, Mann! Keine Ahnung. Was ist ein Typ? Ich dachte, das ist dein Freund. Sieh einmal, ich kenn ihn nicht. Kommt mit, ich kenn schon den Plan. Wir schleichen uns an und da gibt's Büsche, die wir immer als Deckung nutzen können, okay? Ja. Okay. Digga, Burger, seine Schuhe sieht man aus Uganda. Ja, Digga, ja, Mann. Ohne Witz, man. Zieh mal deine scheiß Schuhe auf, warte. Digga. Ja, okay. Anwesend Slayer, Jungs, wir müssen weg. Komm, weg. Die werden gleich alle kommen, glaube ich, mit Kolonne. Komm wieder runter, Jungs. Dann können wir die doch erst recht dann ficken. Ich war vorhin mit Bitcoin ein bisschen unterwegs und die waren ungelogen 25 Mann, Bruder. Alle Kolonne. Und wenn jetzt keiner da ist, kommen die alle zusammen. Und ja, ist doch geil, wenn die alle zusammenkommen. Dann können wir alle wegscheppern. Bruder, ich hab gehofft, da sind 3-4 Leute, verstehst du? Einzeln oder Bitcoin alleine mit der Leadership. Ich dachte so, aber es sind zu viele, um zu 5 zu machen. Lass lieber mit Frack später machen, vertraut mir. Ach, okay. Willst du jetzt weg, oder was? Ja, lass weg. Wisst ihr, von wo ich die Information hatte? Nee. Ihr wisst das alle nicht, ne? Ja. Yeah. Und das bleibt unter uns, Bitcoin. Ja. Er hat mich angerufen, er meinte, komm, wir treffen uns. Am Ende meinte er, Bruder, wir vertragen uns. Und weißt du, was ich dir dafür geben werde? Ist sowas. Ja. Also den Verräter. Wieso, wer ist der Verräter? Ja. Er sagt Bürger. Ich so, verrat mich nicht, ich mag Bürger und dies und das so. Bitte, lüg mich nicht an, ich will nicht einen töten, den ich mag. Meinte doch. Meinte, okay, ich bin gegangen, ich hab's gerade getestet. Wenn Bürger da wäre, hätte er ja direkt Bescheid gegeben. Bürger, weißt du, was er noch gesagt hatte? Was? Dass bei einem Krieg, wo wir gegen die gekämpft haben, hast du 2 Leuten von denen, also von uns, 2 Leuten einfach Kopfschuss gegeben. Oder, damit wir verlieren. Willst du? Lass die Sache hier klein, gib mir einen Revolver, 10 Minuten später, Bitcoin ist tot. Das verspreche ich dir. Jungs, ihr müsst jetzt wissen, soll ich Bitcoin anrufen und ich sag, Bürger ist tot und ich bin mit dem 4-Augen-Gespräch und wir töten ihn? Oder was sagt ihr? Ich weiß nicht. Nein, ihr habt nichts mit der Sache zu tun. Gib mir einen Revolver, ich knall ihn ab, komm wieder zurück. Was hat er dir geschenkt, Digga? Sei ehrlich, Mann. Wer? Ich? Burger. Gar nichts. Er hat gesagt, er wollte mir irgendwas geben. Er hat nichts gegeben. Hab ich doch. Die eine Bombe. So ein Wichser, Digga. Fang mich doch. Fang mich doch. Aua. Alle aufstellen, alle Fahrzeuge raus, alle zu Artisch, Digga. Warum? Bitcoin ist bei Artisch, Digga. Da mach ich das. Alle aufstellen. Jalla. Zivilisten alle umziehen, Digga. Die sind komplett aufgereiht, ne, mit der gesamten Mannschaft. Hier lang. Okay. Alle hoch zum Besprechungszimmer. So, die Gäste sind da, ja. Beim Kontinent. Dieser Mann hat sich 1:1 gekleidet wie jemand vom Arte. Einen Tag vorher habe ich den OGs offenbart, dass ich Spitzel bei ihnen habe. Natürlich war ich das. Das war meine Sekte. Und geopfert haben wir diesen Mann, der sich bei uns vorstellen wollte. Warum haben wir ihn geopfert? Ich bin zu 50% davon ausgegangen, dass er einer von euch ist. Und zu 50% bin ich davon ausgegangen, dass er einer von den OGs ist und Streit zwischen uns anzetteln will. In beiden Fällen war die Aufopferung einfach angemessen. Also gibst du zu, dass du eine Sekte betreibst? Richtig. Und ich habe meine Stimme bewusst nicht verstellt. Und denjenigen, den ihr dort erwischt habt, den solltet ihr erwischen. Und sein Name ist von Bedeutung. John Reese. Entschuldige mich, Breitenberg. Olaf, was ist denn hier los, wenn ich fragen darf? Wir haben sich zu einem Treffen angemeldet, aber ich habe nur noch die eine Sache gerade aufgegriffen, warum ich letztens erbost das Anwesen von Herrn Bitcoin verlassen habe. Okay. Eigentlich dachte ich tue Ihnen einen Gefallen. Nee, den haben Sie nicht getan. Herr Bitcoin, wissen Sie von Breitenbergs Machenschaften? Nicht von seiner Sekte. Aber ich denke, Sie wissen auch nicht alles zu 100%. Nein, deswegen war ja nur eine Frage.
Genau. Ich stelle sie ja hier nicht bloß. Nur rein interesseshalber habe ich nachgefragt, ob sie davon wissen. Nur rein menschlich betrachtet weiß ich so viel, wie ich über Breitenberg wissen muss. Er ist mir zu 100% loyal und wird mich niemals verraten. Sagst du niemals verraten, würde er dich? Sie. Würdest du Olaf verraten, Sosa? Wie viel Geld? Spaß, nein. Naja, irgendwo, wo Spaß drin ist, ist auch ein wenig ernst. Komm nochmal drauf zurück zu sprechen, Hermano Sosa. Ja gut. Für kein Welt dieser Geld. Nun, es geht darum, dass wir von den Lost zum Platz kommen und sie die Routen jetzt an euch abgedrückt haben. Das heißt, die vier Drogenrouten gehören jetzt euch, sie? Mhm. Nur eine Frage, Bitcoin. Von wem hast du das da mitbekommen so schnell? Lost zum Platz. Ach, die haben sie gesagt, oder was? Persönlich. Wir kommen gerade von denen. Ach so, okay, wunderbar. Ja, das wollte ich noch. Es ging ja darum, weil die ja haben jetzt ihre Verantwortung abgegeben, weil sie nicht mehr tragen können. Wir haben zu hohen Druck gemacht, den konnten sie leider nicht standhalten und dann mussten sie das tun. Wir wollten einen Krieg um die Routen haben, alles oder nichts. Sie wollten es nicht. Verstehe ich das richtig, Digga. Jetzt ist aber dein Interesse von den Routen weg, richtig? Mein Interesse ist davon insofern weg, dass, wenn es fairer zuläuft als mit den Lost und Bloods, ich habe niemals Interesse an Drogenrouten gehabt. Niemals. Meine Leute, die hier stehen, können das bezeugen. Also war es eher ein Machtkampf, sagst du, oder wie? No, Macht hatte damit nichts zu tun. Es ging darum, ich wollte die Routen gewinnen und jeder Familie eine Route schenken. Und das weiß jeder, der hier steht. Das war's. Verstehe. Ich habe sogar zu denen gesagt, Kurzermano Teflon, das ist sehr wichtig. Ich habe sogar zu den Bloods und Lost gesagt, wir können den Krieg auch umgehen, indem ihr sagt, ihr verschenkt die Routen. Ich wollte sie nur von denen weghaben, weil sie die nicht leiten konnten. Sie haben Machtspielchen auf die Leute gemacht, nicht wir. Breitenberg, ich hoffe, dass wir beide in Zukunft miteinander klarkommen. Ich sag doch immer Toast, mein Freund. Ich habe dir eine SMS geschickt. Hey, ich war am Schlafen, Mann. Ist Gespräch vorbei? Das Letzte, was ich habe, ist elegant und effektiv. Hut ab. Das kam von mir. Nein. Der Text darüber. Ach so, ich erinnere mich. Und meine Betonung war immer wieder, mein Freund. Wunderbar. Dann gehe ich davon aus, dass wir einen Weg gehen. Genau. So sehe ich das auch, Digga. Und ich würde jetzt sagen, wenn es nichts weiteres zu besprechen gibt, beenden wir das Gespräch hier, oder? Ich habe noch eine Frage. Ja, bitteschön. Ich wollte dich nur nerven, Hermanos. Wir sind fertig. Aber ich habe noch was Wichtiges. Ja, okay. Bitteschön. Ich habe noch was sehr, sehr Wichtiges. Ja, hau raus, Digga. Bezüglich Bundeswehr und Polizei. Ja. Wie sind eure Verbindungen zu der AAL? Sehr gut. Sehr gut. Ich würde sogar sagen, vorzüglich. Genauso wie zur Bundeswehr. Und zur Justiz? Tee. Was einmal die Justiz war. Was die Justiz war, die haben aber gewisse Pläne, um wieder voranzukommen, sag ich mal. Und was die Justiz sein wird, Tobi. Du verschüttest gerade deinen kostbaren Wein auf dem Boden. Verzeihung. Wieso? Wie steht ihr denn zur Polizei und Bundeswehr? Sehr schlecht. Okay, was habt ihr da? Echt jetzt? Ich glaube, okay. Bitcoin. Ich glaube, sie. Du wirst dir denken, warum. Ja, weil du mit den OGs verbindet bist. Nein. Ach so. Du bist doch ein weiser Mann. Weil er Vier-Sterne-General war. Musst du ihm die Vorlage geben? Natürlich, das ist mein Patron. Und wenn jemand dem Staat so stark gedient hat, was muss geschehen sein, dass er sein Amt niederlegt und auf einmal gegen den Staat agiert? Naja, Verrat vom Staat aus, würde ich sagen, oder sonst irgendwas. Richtig. Irgendwie muss Herr Toast jemandem das Herz gebrochen haben. Er hatte den höchsten und wichtigsten Posten, mit dem man die Stadt und alles verteidigt. Naja, es war noch Herr Brett da. Er hatte den höchsten Posten, aber die kleinsten Eier. Er? Wie ihm? Oma ist vom Treppenhaus runtergefallen? Oh, schnell hin. Oh ja, ich komme gleich. Omi, ich komme gleich. Mit. Nimm den Helikopter, der 500 fliegt. Ja, bringt sie sofort ins Krankenhaus. Ich komme hinterher. Alles gut, ich bin gleich auf dem Weg. Ey, Jungs, Olaf, Entschuldigung, meine Oma ist gerade vom Treppengeländer gefallen. Verständlich. Wir müssen ganz dringend zum Krankenhaus, Digga. Ahmad, wie Mixhandy kostet nur 50 Cent. Aha! Hey, Marcel, jo. Nein, Mann, ich bin gerade eingeschlafen, aber... Alles gut, Digga. Ich bin fast gestorben. Meine Oma ist ins Treppenhaus runtergefallen. Wir müssen jetzt sofort los. Wartet mal, perfekt. Oh mein Gott. Voila, Pila, ich stehe da eine Stunde und ich weiß nicht, um welches Thema wir es ging. Ja, ist echt. Eine Stunde, ich habe keine Ahnung, welches Thema. Ich sag dir ehrlich, ich bin hier in den Chart gekommen. Ich fühle sowas nicht. Mir egal, was andere Leute sagen. Okay, das gehört dazu, aber ich fühle es einfach nicht. Ich bin Big Sauce, Mann. Ich baue nur Scheiße. Nee, du brauchst nicht immer nur Scheiße. Du bist jung und hungrig. Mhm. Genau wie deine Schwester. Ja, war gut. Besser als 33 Jahre alt, Alter. Du musst eine Pille nehmen, damit irgendwas funktioniert, du Wichser. Halt deine Schnauze, du Wichser. Dafür habe ich genug Kohle, um mir dein Leben zu kaufen, du Wichser. Und die Oma als Ausrede. Du hast doch 5 Millionen Schulden bei mir. Was willst du mir erzählen, Alter?
Flex eh mit seinem Geld. Ein VK von mir kostet mehr, ist mehr wert als ein ganzes Ja, und was ist damit passiert? Digga. Hat der Postbote mitgenommen, du Wichser? Was, ey? Yo, was willst du, Digga? Kannst du mir auch ein bisschen Geld geben? Du kannst mir einen blasen, du hast